Was darf's denn sein, Fremder? Was Gutes für Erwachsene, sollte aber nichts kosten. Wenn du verstehst, was ich meine. Nulltarif hat nur noch einer. Schrank. Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Supremacy. Wir gehen hier jetzt an Land und was wir hier schon gesehen haben, der schifft hier seine Truppen aus. Das heißt, wir gehen rein. Die bekämpfen wir dann wahrscheinlich in Wasser. Da werden wir auch gewinnen. Das ist das Gute daran. Wenn er wirklich in Wasser geht, hätte er direkt in der Küste geblieben. Wäre das ein Problem gewesen. Aber wir setzen hier eine kleine Zeitverzögerung ein. So, bei jedem dieser Truppen. Zeitverzögerung. Haben die auch? Auch aktiv. Der nicht. So. Die schiffen alle aus, weil sie wahrscheinlich mich angreifen wollen. Sollen sie machen. Mir egal. Wegen meine Küsten sind gesichert. Im Normalfall. Sollte hier nichts durchkommen. Und selbst wenn, haben sie es wenigstens versucht, würde ich mal sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme. Da kann ich eine Kavallerie bauen. Da wird schon auch wieder was gebaut. Es fehlt wieder Geld, aber das ist ja auch nicht das Problem. Wir produzieren genug. Süß, drei Truppen. Das ist echt niedlich. Okay, ich schicke aber hier jetzt aus dem Inland. Schicke ich noch Truppen nach England. Aus dem Inland nach England. Und zwar hier oben hin. Die müssen eher da sein. Guck hier, wo kann ich nochmal einen guten Stack abziehen? Den kann ich abziehen nach England. Den kann ich abziehen nach England. Das ist nice. Kein Wehramt? Doch. Kommt noch Kaserne dazu. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ja, die Invasion läuft ja super, zumindest hier oben. Ja, hier unten war es ja wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht. Sonst wären sie hier ja nicht durchgekommen. Direkt Festung reparieren. Und hier geht's gleich direkt weiter. Ein Ölmonopol. Sollen sie mal versuchen hinzukommen. Ah,
haben die was erwischt. Boah, 216 Gegner vernichtet insgesamt. Das ist natürlich schon übel, oder? So, marschieren hier. Auch 44. Oh, die marschieren mal dahin, ne? Und die fangen dann da an zu beschießen, die Hauptstadt. Sieht doch nett aus. Eine Fabrik. Und da eigentlich auch eine Fabrik, aber wie es aussieht, muss man noch eine Werkstatt bauen. Dann Hafen. Ja, auch eine Fabrik. So sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sind hier auch das Wehramt kaputt? Nö. Kaserne kann man aber reparieren. So, wo haben wir denn deren Hauptressourcen wegen Ernte? Hier hinten alles, ne? Wow. Zwei Stück. Ja, dann hinter. Macht sie fertig. Krieg läuft gut. Sagt in die Zeitung. Nice. Norwegen hat schon so viel verloren und der ist ja schon da oben. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich habe am meisten verloren. Tatsächlich an Truppen. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass sie hier oben sind. Die nördliche USA. Ja, dann. Reisen und angreifen, ne? Oder wie war das? Müssen wir so Europa vertreiben, ne? Nochmal 27 Truppen, die kommen dann alle wunderbar dahin. Da habe ich dann auch noch ein paar Truppen übrig.
können dann nämlich auch hier schön sich langsam ansammeln. Und ihr auch. Alles schön dahin. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass da vorne welche waren. Überhaupt nicht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like, Abo da und drückt mir weiter die Daumen, dass es weiter so wunderbar funktioniert.